Bier für hier. Das ist in großen Lettern auf den neuen Kalendern für 2015 der Stadtwerke Zeitz zu lesen. Zahlreiche Vereine wurden bei der ersten Präsentation am 18. November eingeladen. Und das nicht ohne Grund. Wir haben uns dieses Jahr entschlossen, ab diesem Jahr einen Vereinskalender zu präsentieren. Eigentlich ist es bekannt, dass wir querbeet durch alle Vereine, durch Kunst, Kultur, Sport sehr stark regional engagiert sind. Das heißt, die Vereine unterstützen. Jeder ist auf finanzielle Unterstützung und auch auf Sachunterstützung, Fahrzeug und was es so alles gibt, angewiesen. Und ich bin auch persönlich der Meinung, dass es ganz wichtig ist, das Vereinsleben zu unterstützen, zu entwickeln und zu erhalten. Weil wenn jemand im Verein engagiert ist, dann ist er auch ein bisschen mehr an die Region gebunden und bleibt uns vielleicht erhalten. Und es ist für uns sehr wichtig, dass insbesondere unsere jungen Menschen hier bleiben. Wie Andreas Hucke in der Runde mitteilte, hat er seit seinem Antritt als Geschäftsführer im Januar 2000 bereits ca. 250 Sponsorenverträge unterzeichnet. Und deshalb ist es uns ja auch wichtig, dass wir den Menschen auch zeigen, dass die das wissen, dass wir als Unternehmen unseren Teil dazu beitragen wollen. Und man kann sich nun das ganze Jahr daran erinnern und wird immer wieder ein bisschen darauf hingewiesen. Da gibt es Stadtwerke, die sich in der Region engagieren und nicht nur einseitig, nicht nur hier beim Fußball, beim FC, wie es vielleicht manchmal auch zu hören ist, sondern querbeet. Und das wird in unserem neuen Stadtwerke-Kalender ganz einfach gezeigt. Jedes Kalenderblatt wurde mit einem oder mehreren Vereinen belegt. Von Fußball über Feuerwehr, Karneval bis Kunst ist alles dabei. Über Sponsoring freuen sich die Vereine natürlich immer und übermittelten auch ihren Dank. Die kleine Runde sollte allerdings auch die Möglichkeit für Anregungen und Kritik geben. Räumlichkeiten sind zum Beispiel bei einigen Vereinen ein Problem. Ein Vereinshaus als Begegnungs- und Unternehmungsstätte fehlt nach Ansicht der Zeitzer auf alle Fälle. Ohne Förderung, nicht nur durch die Stadtwerke, sind solche Wünsche nur schwer umsetzbar. In Sachen Förderung haben die Stadtwerke für die Zukunft klare Vorstellungen. Auf jeden Fall soll es stabil bleiben. Es ist nicht ganz so einfach, ein gerechtes System zu finden, weil jeder kennt eine andere Gerechtigkeit. Und die Beträge sind verschieden, die Art und Weise der Unterstützung ist verschieden und zum Glück gibt es noch viele Vereine, aber man steht sich manchmal der Frage gegenüber, was kannst du hier tun an dieser Stelle, wenn eben jemand kommt und sagt, wir wollen eine Kaffeefahrt machen, bis hin, es gibt ja auch Profivereine in der Region, die auch Unterstützung wollen. Das gut zu vermitteln oder zu mitteln, ist die Aufgabe für die nächste Zeit, denn unsere Hauptaufgabe ist ja eigentlich nicht, dieses vorzunehmen, sondern wir müssen das Unternehmen entwickeln. Das muss erhalten bleiben und sich entwickeln, damit auch die Sponsorenkraft erhalten bleibt. Das ist als Nebenjob mitunter eine anspruchsvolle Aufgabe, das so zu machen, dass es auch alle verstehen, dass man es allen erklären kann und dass es von allen akzeptiert wird.